Heute mal wieder ein paar simple und coole Experimente für zu Hause. Der Anfang des Jahres wird erstmal zu Hause verbracht. Ich frage mich nur, warum? Deshalb Experiment Nummer 1. Halten wir es mal simpel und haushaltsbedingt. Und heute mal ohne Jumpscares. Nein, wirklich. Im Prinzip brauchen wir für dieses Experiment nur Pfeffer und Wasser. Beziehungsweise eine Schale voller Wasser. Da geben wir nun die Pfefferschicht drauf und in dem Moment, in dem wir einen spülmittelwassergetränkten Q-Tip ins Wasser tunken, saust die Pfefferschicht an den Rand. Aber warum eigentlich? Simpel erklärt, die Oberflächenspannung des Wassers wird gebrochen und das wird mehr oder weniger sichtbar durch das Pfeffer. Dieses Experiment hat mir mein Vater schon gezeigt, als ich noch ein Kind war. Wasserläufer würden ebenfalls jetzt untergehen, aber kannte die dieses Experiment schon? Ich gehe ja mal davon aus, aber wenn es nicht der Fall war, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich finde auf jeden Fall, es ist dennoch ein schönes Experiment mit schönen Bildern. Ich führe im Übrigen jedes Mal, wenn ich eine schmutzige Pfanne sauber mache, unfreiwillig eine abgewandelte Version dieses Experiments durch. Vielleicht wollte ich es auch deshalb auf diese Weise Revue passieren lassen. Und wenn wir schon beim Spülmittel sind, mach das gleiche doch nochmal mit einer Schale voller Milch und Lebensmittelfarbe. Diese geben wir aber nur an manchen Bereichen auf die Milch. Und jetzt selbes Spiel. Q-Tip, Spüli. Und los geht's. Wieder unglaublich schöne Aufnahmen, bei denen ich stundenlang zuschauen könnte. Ich find's gut, wenn das passiert. Und insbesondere, wenn der Aufbau so einfach war, aber was genau passiert da jetzt eigentlich? Es ist nicht ganz wie beim Pfeffer. Hier ist nämlich jetzt auch noch Fett in der Milch. Naja, auf jeden Fall bricht Spülmittel nicht nur die Oberflächenspannung von Wasser, es beeinflusst auch Fett. Im Übrigen konnte ich im Vergleich mit fettarmer Milch keine negativen Unterschiede feststellen. Der Effekt ist und bleibt genauso schön. Die aufgebrochenen Fettmoleküle in der Milch flitzen nun wild herum und das sorgt für Bewegungen, die die Lebensmittelfarbe mitreißen. Und daraus entsteht dann dieses wunderschöne Farbenspiel, welches man sogar recht lange am Laufen halten kann. Ich denke, ihr kennt das Problem mit wasserfesten Stiften, oder? Problem ist gut, wenn sie eigentlich dafür vorhergesehen sind. Naja, ein reines Spüle-Experimente-Video wird das hier nicht, aber ich habe euch ein weiteres Spüle-Experiment oben in der Infokarte innerhalb eines 5-Experimente-Videos verlinkt. Auf jeden Fall, beim jetzigen Experiment geht es um was anderes. Etwas, das zumindest jede Studenten-WG zu Hause haben sollte. Ethanol! Denn es sollte klar sein, jeder Filzstift hat sein Lösungsmittel. Die funktionieren auf diese Weise. Und wenn sich dann als Alternativlösungsmittel Wasser nicht eignen sollte, dann ist es meistens Ethanol. Aber natürlich haben die meisten nicht Ethanol in Form von Reinigungsmittel oder Kaminanzünder daheim. Das ist der Grund, warum ich mir die Frage stelle, reichen gewisse Getränke, die häufig in meinem vorherigen Beispiel der Studenten-WG vorkommen? Sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, oder? Versuchen wir es. Überraschenderweise hatten wir dann ein negatives Ergebnis. Ich hatte mich erst gewundert, da es ja immer noch Ethanol ist. Vielleicht war ja bei der Vergällung irgendein Stoff dabei, der den Permanentmarker lösen kann und nicht das Ethanol selbst. Aber als ich mich dann schlau gemacht habe, habe ich herausgefunden, dass so circa ab 80% das Ganze zu funktionieren scheint. Das heißt, sollte irgendwo noch Hochprozentiges zum Backen rumliegen, dann kann man das definitiv verwenden. Das Zeug hier hat auf jeden Fall funktioniert. Und mein Mitbewohner hatte mich dann noch darauf hingewiesen, dass sich Deo ebenfalls eignet. Ist definitiv gut zu wissen, weil das sollte jeder zu Hause haben. Seht das Ganze mehr als Lifehacks mit chemischem Hintergrund. Denn wenn man es so sieht, hat Putzen mehr mit Chemie zu tun, als man eigentlich denkt. Teile das Video mit deinen Freunden, wenn du diesen Trick noch nicht kanntest und vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es dir gefallen hat. Ich habe dieses Jahr definitiv noch mehr XXL-Experimente als das Glatzen-Video Nummer 2 geplant, also abonniere techtastisch, wenn du es nicht verpassen willst. Ich denke mal, dass das nächste ein Schlafexperiment wie das oben verlinkte sein sollte und das untere ist ein weiteres 5-Experimente-Video. Oh, und